Sommer im Seewinkel. Man riecht schon das Schilf und die warme Luft. Das Schöne ist, dass du das leben kannst oder weitergeben kannst oder erzählen kannst, was du in der Landschaft, in der Natur erlebst. Das Wichtigste ist, das da, das Bantel hinten. Das macht den Knall. Und der Wind weht wieder für die alten Mühlen. Klappern tut sie, wenn die Zähne bzw. die Stöcke locker oder abgenützt sind. Sommerzeit ist Cabrio-Zeit. Gleich heißt's wieder, den Hut festhalten beim Fahren. Man genießt und erlebt Gottes Schöpfung am intensivsten. Zum Schilfdach bauen ist jetzt wieder die richtige Jahreszeit. Mir macht das auch Spaß. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man damit anfängt, dass das schon anstrengend ist. Ja? Trinken, essen mit Leuten, die du gern hast, mit Familie, mit Freunden, das ist eine der schönsten Sachen, was du im Leben tun kannst. Mir gefällt es da so gut, dass ich gar nicht überlege, irgendwo anders hinzuziehen. In Podersdorf ist man wieder mit dem Radl unterwegs. Und die Störche haben es sich bereits auf den Schornsteinen bequem gemacht. In Mönchhof haben die Leute schon auf gutes Wetter gewartet. Denn dort lädt der Haubenwallner Josef nach dem langen Winter wieder seine Freunde in sein altes Gasthaus im Dorfmuseum. Dort plaudert man über die gute alte Zeit. Und der Anna und der Elisabeth fällt da so einiges ein. Die Burschen sind schon interessant gewesen. Aber ja, haben wir auch fesche Burschen gehabt, sicher. Und der Treffpunkt war oft in Sachen, im Milchhaus. Aber die Mühle hintragen. Aber die Mühle hintragen und da ist man gleich im Gang, weil da sind die Burschen reingekommen. Und so, ja. Was hat man dort gemacht? Na, die Mühle. Die Mühle, was überblieben ist, hat man dort hingebracht. Dann ist es gekühlt worden und dann ist mit der Bahn weggeführt worden. Es war alle doch zweimal die Arbeit, in der Früh und auf der Nacht. Was hat man dann mit den Burschen dort gemacht? Na, ein bisschen gesprochen, nur ein bisschen, sonst hat man nichts dürfen. Nur reden. Der Josef ist dort zu Hause. In vielen Jahren hat er eigenhändig ein ganzes Seewinkler Dorf nachgebaut. So, wie es halt früher war. Jeden einzelnen Ziegel hat er selbst in der Hand gehalten. Ja, ich habe als Kind schon zum Sammeln angefangen. Dann bin ich in die Lehre gekommen, ich habe jetzt mal oder fließendlich erklärt und dann habe ich gesehen, wenn wir so umbaut haben, dass alles weggeschmissen wird. Und dann habe ich halt heimgezahlt, bis es so weit war, dass alles angerammt war, total. Dann habe ich mal erzählt, zu den Feiertagen, was ich vorhab. Wenn ich ganz ehrlich bin, dem sie gegenseitig angeschaut und haben gesagt, mit dann stimmt irgendwas nicht. Was der für ein Blödsinn daher redet. Naja, am Anfang habe ich zuerst gesagt, ob er vielleicht spinnt. Ja, wenn keine Vorstellung vor dem Museum. Dann habe ich mir gedacht, naja, er sollte da vorne mal anfangen, wer weiß, was wird. Entweder man tut mit oder man tut nicht mit. Also, es ist nichts anderes zu überblieben. Ich habe immer nur so Detailspläne gemacht und das andere habe ich eh gewusst, ich war wie und was. Und ja, ich habe alles selber mit fünf Leuten immer die gleichen 20 Jahre haben wir immer gebaut. Auf und mit dem Meer der Wiener leben manche das ganze Jahr. Der Knoll Stefan ist auf dem Wasser des Neusiedler Sees zu Hause. So wie das sein Großvater und sein Vater auch schon waren. Einige Worte über unseren See. Der Neusiedler See ist ein Steppensee. Er ist 36 Kilometer lang, 7 bis 15 Kilometer breit, zurzeit eine Wassertiefe
von 1,23 Meter und füllt eine seichte Fläche von 320 Quadratkilometern aus. Er kennt alle Tiefen und Untiefen des Sees. Sein Großvater hat die Schifffahrt mit Segelbooten 1954 gegründet. Es hat in früherer Zeit hier am See mehrere kleine Werften gegeben. Und er war da beschäftigt und hat dann eigentlich angefangen, die Boote selber zu bauen. Teilweise halt Segelboote, wo er mit den Touristen gefahren ist, und kleine Ruderboote. Das ist eigentlich vom Großvater gekommen, ja. Wir haben schon Stürme erlebt, wo wir mitten am See draußen waren und plötzlich ein Sturm gekommen ist. Wir haben schon erlebt, wo wir am anderen Ufer waren und überlegt haben, fahren wir zurück, fahren wir nicht zurück oder warten wir noch ab. Also das Wetter ist halt öfter tückisch. Unser Leben findet mitten See am See statt. Und wir müssen mit der Natur Wind, Wasser leben, ja. An den Rändern wächst ein bis zu 3 Kilometer breiter Schilfgürtel. Nur Bodersdorf ist schilffrei. Das Schilf vom See ist für den Van Horne-Kos ein wichtiger Rohstoff. Er deckt die traditionellen Schilfdächer rund um den Neusiedlersee. Eigentlich ist er Physiker. Ich habe Physik studiert und war dann auch zeitlang am CERN in Genf bei dem Teilchenbeschleuniger. Ich habe dort meine Doktorarbeit gemacht und alles und Postdoc. Aber irgendwann hat es mich wieder nach Hause gezogen in den Familienbetrieb. Ich habe das Schilfdachdecken von meinem Vater gelernt. Der hat es wiederum in Holland gelernt. Also wir sind eine holländische Familie und vor ca. 30 Jahren hergezogen in den Seewinkel. Ja, also ich bin dann schon aufgewachsen da. Die Ränder vom Schilfdach werden nicht geschnitten, sondern zubepragt, wie er im perfekten Seewinklerisch erklärt. Das alte Handwerk braucht viel Erfahrung. Eben weil Schilf ein Naturmaterial ist, das hat ganz verschiedene Längen, wenn es am Schilfgürtel wächst. Also das kann man haben von 1 Meter bis zu 3-4 Meter. Also man muss am Dach genau wissen, wo man welchen Schilfbund hinlegt. Ein Fitnessprogramm erspart er sich. Für mich nicht anstrengend. Also mir macht es auch Spaß. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man damit anfängt, dass das schon anstrengend ist. Ja. Jetzt im Sommer wird es heiß. Ja, aber man gewöhnt sich dran. Ich habe auch schon kleine Kinder, die mit Begeisterung mitgehen wollen mit dem Papa. Und wird es ergeben. Nicht? Also wie gesagt, ich habe auch studiert und bin dann zurückgekommen. Ich will ihnen sicher nicht abraten, von einem Studium oder ihren eigenen Interessen einmal nachzugehen. Aber ich würde mich freuen, wenn sie dann auch wieder zurückkommen. Nicht? Im Garten der Familie Haider wird geprobt. Jetzt häufen sich die Geburtstage und Jubiläen. Und da möchte die Volkstanzgruppe gut vorbereitet sein. Denn Traditionen will man im Seewinkel erhalten. Thank you.
Also unsere Gruppe ist jetzt 51 Jahre alt, besteht seit 51 Jahren. Also wir tanzen noch nicht ganz so lang mit, aber ziemlich lang. Und getanzt wurde im Burgenland schon immer, auf diversen Tanzfesten. Und damit man sieht, dass das also lang her ist, hat die Petra zum Beispiel so eine Tracht an, als ihrer, von ihrer Tante oder von der Oma. Ich glaube, Petra, du kannst da einiges dazu sagen. Ja, meine Tracht ist von meiner Urgroßmutter, die ist 1887 geboren. Und sie hat es erhalten als Heiratsgut von ihrer Mutter. Ob das jetzt gekauft wurde oder erworben wurde oder weitergegeben, das weiß man nicht mehr so genau. Nicht? Aber die Urgroßmutter war 1887 und die haben diese Tracht immer im Kasten gelegt, gell? Also nur zu besonderen Anlässen rausgeholt und dann wieder aufgehängt. Die wurde nicht gewaschen. Das war tabu, sonst wäre die Farbe weg. Die waren stolz darauf, dass sie das selber nähen konnten und sticken. Die hatten auch die Zeit dazu. Das war ja getrennt, nicht? Der Rock und das Oberteil hat man ja früher getrennt getragen und das war ja auch lang. Und dann hat man das zusammengenäht. Heute würde ich das so belassen, in allen Ehren, nicht? Und ohne Änderung. Ja. Und ich halte es auch in Ehren, muss ich sagen. Die Besonderheit ist der Herzausschnitt oben, verziert mit diesen Lizen. Ja? Wir sagen Krepil. Ja? Und das ist das Besondere. Jeder hat seine eigene Art, die Bestickung zu machen. Und das waren sie ganz stolz darauf. Auch die Urgroßtante hat der Petra ein Oberteil vererbt. Die ist 1918 geboren. Die hat das auch selbst genäht und bestickt und unterlegt mit einem alten Bettgewand. Und das hat sie selbst gemacht, ja. Die größte funktionierende Mühle in Österreich steht in Podersdorf. Die Sigrid und der Wolfgang halten sie in Schuss. Ganz schön viel Arbeit, um das letzte alte Mühlrad im Seewinkel zu warten. Früher war das gang und gäbe. Es hat ja 7 Mühlen im ganzen Seewinkel gegeben. Und die haben überall selbst gemahlenes Korn, das sie geerntet haben am Feld, eben zur Nahrungsmittelversorgung. Zuerst haben sie den sogenannten Brustbaum in der Mitte aufgestellt. 14 Meter ist er hoch. Dann wurden die 3 Etagen und die Mauer drumherum gebaut. Über enge Stufen gelangt man zum Schüttkasten und zum Mühlrad. Das Dach kann 360 Grad in den Wind gedreht werden. Nach einer Renovierung klappert sie auch nicht mehr. Klappern tut sie, wenn die Zähne bzw. die Stöcke locker oder abgenützt sind. Jährlich muss man alles nachziehen, alles kontrollieren, die Keile festsetzen besser und reinigen, schmieren überall, ölen. Auch die Mühlsteine müssen sie regelmäßig austauschen. Man lässt die Mühle laufen, dann schüttet man hier das Mahlgut ein bei den Trichtern. Und dann wird gemahlen. Da laufen die 2 Mahlsteine drinnen,
Der Abstand wird immer verringert, dass es ganz fein wird. Wir machen es hier noch ungefähr 5-mal im Jahr. Das führen wir zu einem Bäckermeister, der siebt es noch einmal und dann bäckt er ein Brot. Zur Brotzeit wandert auch der Tanzverein. Nach den anstrengenden Proben kommt man wie üblich beim Heurigen zusammen. Der Heider Paul genießt den Abend mit den Tänzerinnen und Tänzern. Die Hauptthemen, das allgemeine Geschehen und der Dorftratsch ein bisschen, der gehört natürlich auch gepflegt, weil du musst dich hier austauschen, was es in der Ortschaft Neues gibt. Das Besondere am Leben hier ist eigentlich, dass man dort ist, wo andere hinfahren, dass sie das sehen. Wenn wir rausgehen, sind wir mitten im Nationalpark. Mir gefällt es da so gut, dass ich gar nicht überlege, irgendwo anders hinzuziehen. Nicht, dass ich nichts anderes sehen will, das schon, aber die Heimreise ist doch wieder das Schöne. Ein Prost, ein Prost, ein Prost, wir leben nur einmal. Ein Prost, ein Prost, ein Prost, ein Prost, wir leben nur einmal. Wir leben nur ein einziges Mal, vielleicht ist es das letzte Mal. Ein Prost, ein Prost, ein Prost, ein Prost, wir leben nur einmal. Prost. Prost. Prost! Auch im Nationalpark merkt man, dass der Sommer kommt. Die Zugvögel sind aus den heißen Ländern wieder an den Lacken im Seewinkel eingetroffen. Auch wenn es wenig Wasser gibt, finden sie Brutplätze. Der Kreuz-Michael ist Ranger und schaut jeden Tag, ob im Revier alles in Ordnung ist. Darf sich das nicht so vorstellen, dass wir wie in einem Zoo mit Tieren zu tun hat, die hin und her gesperrt, dompteurmäßig gefüttert und so weiter sind. Die wirkliche arbeitsreiche Zeit mit Tieren sozusagen fängt an im März, wenn der Vogelzug wieder einsetzt und die Tiere zurückkommen. Und dann geht das über das ganze Jahr eigentlich bis Oktober, November. Die Graurinder sammeln sich um die Wasserstellen im Nationalpark. Mit ihren Kälbern wandern sie oft bis ins Schilf um den See hinaus. Der Alois hält täglich Ausschau, ob die Tiere in der Wildnis genug Nahrung und Wasser haben. Das Schöne ist, dass das leben kannst oder weitergeben kannst oder erzählen kannst, was du in der Landschaft, in der Natur erlebst. Und das ist, glaube ich, das Ehrlichste und das Schönste, was es gibt. Demnächst geht der Ranger in Pension. Er hat die Gegend, in der er aufgewachsen ist, auch lieben gelernt. Da, hier, wo wir sind, da waren wir als Kind schon recht gern, weil wir die Ausflüge vom Kindergarten, von der Schule gemacht haben. Diese artesische Quelle, was da drüben ist, haben wir natürlich auch verkostet als Kinder. Dann ist das alles verwuchert, im Schilf verwachsen und durch intensive oder stärkere Beweidung ist das Ganze wieder freigelegt worden, das Schilf zurückgedrängt worden und man hat wieder wunderbare Landschaftsstriche mit niedrigwüchsiger Vegetation. Seine Lieblingstiere, die weißen Barockesel, wird er aber noch weiterhin besuchen. Denn die sind ihm besonders ans Herz gewachsen. Man lernt sehr viel gegeneinander. Also das Tier lernt von mir, ich lerne von dir. Also es gibt schon so Gepflogenheiten. Man weiß, wie sie sich verhalten, wie sie reagieren.
und nimmt natürlich Rücksicht. Und genauso machen es die Tiere aber mit den Menschen. In die Seele der Esel hat er speziellen Einblick. Ein Esel ist nicht stur. Ein Esel ist nur vorsichtig und sicher. Er möchte wissen, was geschieht, wenn er da drüber steigt. Wenn er das weiß, passt es. Und da sagt man sehr oft dazu, es ist Sturheit. Es ist sonst nichts wie Cleverness und Vorsicht. Diese Cleverness und Vorsicht hat sich die Theresel angenommen. Vor ein paar Jahren hat sie Emma und Ilda zu sich geholt und macht mit ihnen Wanderungen durch den Nationalpark. Am Wochenende hat die ganze Familie Zeit, um die Esel auszuführen. Ein willkommenes Familienabenteuer. Wenn Sie die Person, mit der Sie gehen, einfach ein bisschen abchecken dürften, ja, dann bauen Sie ja sehr schnell Vertrauen auf. Und das hat einfach für die Wanderung dann auch ganz ein besonderes Flair, weil man sehr schnell in den Eselflow kommt. Ja. Die Mama von der Weinhandel Theresa war anfangs skeptisch, die Tiere auf die Wanderungen mitzunehmen. Mittlerweile ist auch sie begeistert. Sie entschleunigen. Man kann nicht schnell gehen oder so durchgehen. Nein, die Eseln bestimmen das Tempo. Und das macht's aus, weil da kommt ihnen einmal das und einmal das und einmal das andere entgegen. Also das sieht man sehr viel. Wir nehmen es sehr gemütlich. Ja. Und die Ilda ist meistens ein bisschen hinter mir, die Emma meistens ein bisschen vor mir. Aber das geht, wir schaffen's. Ja. Man zieht die Aufmerksamkeit auch auf sich. Jeder bleibt stehen, jeder schaut, die Eseln. Egal, ob es Gäste sind oder Einheimische sind, alle bleiben stehen, alle reden einen an. Also das ist ja, das ist ganz ein anderes Feeling, ganz anderes Gefühl. Vorher geht es, die Zeit ist hektisch. Ne? Jeder läuft den anderen vorbei, man grüßt zwar, hallo, wie geht's? Aber bei den Eseln bleiben sie stehen und man kommt ins Gespräch. Wenn Ilda und Emma mit der Familie in Apetlon wieder nach Hause kommen, ist auch die Schäferhündin aufgeregt. Dadurch, wir sie ja quasi im Garten haben, ist das so aufgebaut worden, dass sie wirklich Familienmitglieder worden sind. Das merkt man auch, wenn wir kommen nach Hause, sie schreien plötzlich Hallo, ist schon wieder wer da. Und schön langsam habe ich dann das Vertrauen aufgebaut und jetzt sind sie richtige Kuschelbären, also jetzt sind sie richtig zum Knuddeln. In der Pusterscheune in Ilmitz trifft man sich gern zum Essen und Trinken. Vor allem, um die Stimmen zu ölen. Der Singverein freut sich, dass wieder fast alle Sängerinnen und Sänger zusammenkommen können. Wir sind bunt gemischt, das heißt vom Landarbeiter, vom Lehrer, vom Professor, von der Angestellten, alles durch. Und auch vom Alter. Leider Gottes beginnend mittleres, schönes Alter bis hinauf. Ganz junge bekommen wir, also relativ selten bis gar nicht. Am See steht das Wasser, der Wein wächst am Sand. Wir mögen nichts mehr reden, nichts vor ihnen an. Hallo der Video, hallo der Roh. Hallo der Video, hallo der Roh. Ich glaube schon, dass wir eine gute Gemeinschaft haben, dadurch, dass wir sehr oft proben. Wir veranstalten auch Ausflüge miteinander und gehen nach dem Singen in Lokale, wo wir uns zusammensetzen und so weiter. Also die Gemeinschaft ist eine gute. Jetzt beginnt auch wieder die Jagdsaison. Der Cheetah Hannes möchte im Revier wieder nach dem Rechten schauen. Und die Hunde sollen sich schließlich auch wieder an die Arbeit gewöhnen.
Platz. Es wird Zeit, sich wieder Überblick zu verschaffen, wie das Wild den Winter überstanden hat. Für den Wirt und Koch eine wichtige Aufgabe. Ja, bei uns in der Familie war ich ein Jäger. Also ich bin da reingewachsen. Das ist so, ich bin jetzt schon die vierte Generation. Bei uns ist das so. Bei uns war jeder Jäger und jeder Wirt. Also ich kenne das gar nicht anders. Ich bin als Kleiner mitgegangen auf die Jagd und ins Gasthaus. Ich bin halt so mit aufgewachsen. Das Futter für die Rebhühner wird ausgebracht. Der scharfe Wind im Seewinkel macht da manchmal ein bisschen zu schaffen. Für mich ist das schon sehr, sehr wichtig. Alles, was man im Endeffekt selbst erlege oder auch Freunde von mir erlege, ich weiß, was auf den Teller kommt. Ich weiß, wie es erlegt wurde, welchen Stress es gehabt hat, welches Fleisch ich habe. Das ist für mich also eigentlich sehr, sehr wichtig, vor allem bei Wildbret. Das ist alles, was wir erlegen, auch der Vater oder mein Onkel, das kommt alles eigentlich zu uns, ins Gasthaus, in die Küche. Sind wir dabei? Ja, Hansi Bauer. Heute hast du schon geblockt, du hast gesehen, der Schwede ist da heute schon gestanden. Ja, oder? So wie gegangen, was ich heute bin, so. In dein Leib nicht gegangen, oder was? So ein Hochsalb, dass ich mich hinführe und dort muss ich warten. Aber wisst ihr was? Ich hab ein Reh geschossen, jetzt mach ich ein Leib. Ja. Und wenn wir schon hungern, was ist das Leib überhaupt? Ich bitte darum. Ah, na ja, das gefällt mir, aber die anderen werden ja auch nicht essen. Also grüß dich gleich ein paar Grumpen dazu. Kann da nichts Besseres passieren? Nix. Na passt, auf dir dein Reis. Das Leben kann auch schön sein. Da stellt sich der Hannes gleich selbst an den Herd. Leib ist schon fertig. Bravo, Mama. Bravo Chef, hast du gut gemacht. Ein zweites Kind gleich, dass man nicht streitet wird, wenn man schießt, oder? Ich würde sagen, wir starten einmal los, oder? Ja, aber erst trinken wir noch was, oder? Bevor wir starten. Ha, war gescheiter, oder? Prost, die Runde. Prost. Bleibt man Zeit. Ja, ah, man sagt oft, was geschossen, was ist, magst du nicht die Leber? Na, kein Problem, gib einer Zwiebel, Speck, ein bisschen Leber, zack, ein Brot oder Kartoffeln oder sowas haben und geht schon dahin. Also das ist, es kommt auch am Abend vor oder auch gleich in der Früh zum Frühstück, wenn er von der Frühbirsch zurückkommt, dass am 8. zum Frühstück gibt es eine größte Leber. Das ist kein Problem. Wir was wollen und kommt schon zu einem Tratsch und auf einmal haben wir schon eine Gaude. Was, das Jagdleib ist nicht schlecht. Mahlzeit. Der Scheinzutrieb, wisst ihr, was das ist, ne? Jägerlatein gibt's. Es ist wie so Fischer, Jäger und andere Lügner. Über das brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Und ich muss jetzt halt die Jagd am Bläser noch ein Stückchen spielen, oder? Jeder hilft an jeden im Endeffekt. Das ist halt auch ein riesengroßer Vorteil. In einer Gemeinde ist so, wenn ich morgen Hilfe brauche, ist so. Wenn ich jemanden anrufe, hey, ich brauche was bei der Jagd, ich habe was erlegt, ich brauche Hilfe zum Bergen, zur Nachsuche, da gibt es nichts. Also da gibt es nicht, mag nicht, kann nicht, keine Zeit. Da steht ja jeder im Endeffekt, hilft ja jeder an jeden. Je mehr als man beieinander ist, finde ich, umso besser ist das. Also man kann untereinander nicht. Das ist, ja, das Leben ist so. Das ist wie. Ja. Hallo.
Endlich ist es wieder warm genug, seinem alten Fahrzeug die Ausfahrt zu gönnen. Die Mitglieder des Oldtimer-Club Pannonia Carnuntum zeigen gerne her, was sie so in den letzten Jahren gesammelt haben. Und was gibt es Schöneres, als mit rauchenden Motoren durch die Hölle zu fahren? Zum Aussichtsturm im Schilf. Vorbei an den Radlern, die auch das schöne Wetter genießen. Ein besonderes Schmuckstück ist dem Walter sein Tatra. Dieses Auto ist ein Baujahr 1932, hat mein Vater erworben nach dem Krieg, als er aus Gefangenschaft nach Hause gekommen ist, und hat dann 1948 mit einem Taxi angefangen im Bezirk, hat natürlich diverse Fahrten für die Behörden gemacht. Auch ein Notar wurde transportiert von den Amtstagen zu den einen Amtstag zum anderen, und das war alle Wochen einmal am Tag. Und nebenbei hat er eine Gemischtwarenhandlung noch gehabt, die er gemeinsam mit meiner Mutter geführt hat. Und da ist er dann nach Wien einkaufen gefahren, beziehungsweise hat er andere Besorgungen gemacht. In dringenden Fällen hat er natürlich auch Spitalfahrten machen müssen, weil damals war ja nicht alles so ausgebaut. Das Taxiunternehmen haben wir in Halbturn gehabt, auf der Wienerstraße mit einer Gemischtwarenhandlung gemeinsam, und von dort ist man weggefahren. Hat den ganzen Seewinkel gemacht und was er im Bezirk war. Schnell geht es nicht mit den Oldtimern. Aber ein Blickfang ist das alte Fahrzeug fast immer. Na, wird eigentlich vorsichtig aufgenommen. Man merkt, es wird Rücksicht genommen und es wird auch geschaut, wird natürlich fotografiert, und des Öfteren kommt halt der Daumen auch hoch. Manfred kennt sich auch mit dem Innenleben der Uldis aus. Jahrelang hat er die Autos im Club betreut. Der alte Auto ist nicht kompliziert, im Gegenteil, das ist eher einfach. Weil da sind Sachen, die sind alle nach Hand gearbeitet worden. Da hat es keinen CNC-Fräser und nichts gegeben. Das ist eine alte Technik, die die jungen Leute ganz einfach nicht verstehen. Die sind nicht aufgewachsen mit denen. Das Oldtimer Hobby ist gesellschaftlich erstens einmal sehr verbindend und zweitens wunderschön, weil auch die Frauen überall mit dabei sind. Es ist eines der wenigen Hobbys oder Sportarten, das man idealerweise auch zu zweit ausübt, und die Frauen sind mit Begeisterung dabei und somit auch familiär sehr verbindend. Auch wenn der Motor manchmal etwas laut ist, man entspannt sich trotzdem und freut sich drauf. Die Ruhe. Das Gemütliche, stressfrei, soweit es heute geht. Eine alte Tradition lassen die Gorsl-Clasher in Podersdorf wieder aufleben. Immer mehr Mitglieder hat der Verein in den letzten Jahren dazu bekommen. Es kommt aus dem Weinbau, aus der Starevertreibung. Das war früher vor die Bürotechnik. Gnaller hat man mit den Gorseln die Stare vertrieben aus den Weingärten, dass dem keinen Schaden gemacht hat. Und das war praktisch für die jungen Burschen der erste Job nach der Schule, wo sie selber ihr Geld verdienen konnten. Da sind sie eine Saison als Hirter in die Weingärten direkt raus. Das war die ganze Lese waren die draußen in einer Hirterhütte. Haben die ganze Lese über draußen verbracht und haben sie so ihr erstes Geld verdient und natürlich auch dafür gesorgt, dass die Weintrauben gesund nach Hause gekommen sind. Die Gorsl erzeugt einen Überschallknall. Die Beizen besteht aus 33 bis 35 Meter Schnur, das ist das Innenleben da für der Gorsl. Und dann ein Stuhl und eine Vorschnur. Und Schnulzen, das Wichtigste ist das da, das Bantel hinten. Das macht den Knall. Die
Ausbildung zum Gorselkläscher ist nicht so schwierig, aber auch nicht ungefährlich. Da heißt es, genug Abstand halten. Wir sind da willige Schüler und haben da einen perfekten Lehrer gefunden, der uns das eigentlich vergessene Handwerk wieder nahegebracht hat und natürlich aus modernen Mitteln, wie wir es jetzt machen. Früher waren das wirklich auch alte Stricke und Hanf und so weiter, wo es halt zu Hause war. Aus der Not heraus wurden so Gorseln gemacht. Und jetzt ist es natürlich modern, fast Hightech-Geräte eben mit der Masche schon drauf. Früher waren das die Vorschnuren. Vorschnuren, ganz was anderes. Und eben das Moderne lassen wir damit einfließen. Na, das ist nur die Trainingssache. Die Bewegung aus Handgelenk. Hat sich schon wer verletzt? Nein, wir haben nichts gesehen. Lernen muss man es mit dem Helm. Zu Tränke. Saft. Und weil es ganz schön anstrengend ist, die Peitsche zu schwingen, muss man sich nachher auch erfrischen. Immerhin hat der Philipp, ein Junggorselklächer, heute Geburtstag. Viel Glück zum Geburtstag, viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Philipp, zum Geburtstag viel Glück. Prost, Prost. 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 Dass der berühmte Wein aus dem Seewinkel auch in das richtige Gefäß kommt. Dafür sorgt der Rollkarl. Sein altes Handwerk hat ihm der Vater beigebracht. Für seine Fässer wählt er nur die besten Hölzer aus. Ohne solche Fässer gäb's keinen guten Wein. Weil das Holz atmet. Das heißt, durch die Poren des Holzes kann Sauerstoff eindringen und Flüssigkeit verdunstet. Und durch den Vorgang reift der Wein besser, was speziell für Rotweine und für kräftige, dichte Weißweine sehr gut ist. Man muss schon genau arbeiten, das ist klar. Und durch einen Reifendruck wird das Holz so fest zusammengepresst, dass es dicht wird. Das Holz ist komplett trocken. Das heißt, wenn es nass wird durch den Wein, quillt es auch und presst sich noch mehr zusammen. Kann schon Generationen halten, zwei, drei Generationen, wenn es dauernd befüllt wird. Und wenn man gut auf das Fass aufpasst, dann hält es sehr lange. Dann wird es über ein Feuer getoastet und außen nass gemacht, damit das Holz elastisch und biegsam wird. Und dann kann man das Fass langsam zusammenziehen. Bis er zusammen ist, dann kommen auf der anderen Seite die Reifen drauf. In Andau, im Weingarten, haben Vater und Sohn Schwarz schon alle Hände voll zu tun. Die Reben brauchen jetzt viel Luft von unten und Wasser von oben. Der letzte Rebstock
steht 5 Meter von der ungarischen Grenze entfernt. Der Vater, der Schwarz Leopold, ist eigentlich gelernter Fleischer. Beim Geschichtenerzählen lässt der Junior dem Papa noch den Vortritt. Ich glaube, da muss der Ältere anfangen. Na ja, wie sind wir zum Wein gekommen? Wir sind Burgenland üblich geworden, wir so einen gemischten Landwirtschaftsbetrieb gehabt. Und ich habe dann eigentlich Fleischhacker gelernt gehabt. Ich bin Fleischer geworden, weil es daheim fast zu wenig war. Und die Weingärten, was man gehabt hat, war wie die Traum, einen alten Jugendfreund, leider verstorben, Luis Gracher, verkauft. Und der Luis ist dann auf die Idee gekommen, mal einen eigenen Wein für die besten Traum zu machen. Und somit war 99 der erste Jahrgang, wo ich eigentlich einer von den jüngsten Winzern mit altem Gesicht war. Natürlich will der Vater wissen, wie sich der Sohn Michael jetzt so macht beim Weinproduzieren. Wie lange haben wir jetzt schon das verkosten? Das ist jetzt eigentlich schon Tradition. Das ist 99 war der erste. Die Verkostung mit den engsten Freunden ist Tradition. Jetzt bin ich gespannt, was das sagt, seit ihr von Anfang an dabei seid. Prost. Prost. Das ist gut, schön. Hast du Glück gehabt? Für den Bub war die Arbeit in den Weinbergen als Kind schon normal. Ich bin groß geworden mit Essen und Trinken und ich habe sehr schnell gesehen, dass das ist, was ich tun möchte. Und das war eigentlich normal, dass ich der Mama schon in der Küche geholfen habe. Oder besser gesagt, bei uns war eigentlich Kochen immer eine Männersache. Also, ich war immer gern dort und im Weingarten, du wirst groß damit. Ich war traurig, wenn die Jungen nicht besser werden wie mir. Genau. Was wissen, die sind weltweit unterwegs. Der Vater hat die Weingärten längst an den Michael übergeben. Er vertraut ihm. Ich glaube, das muss man noch weitere 10 Jahre anhören lassen. Dass das ist ja. Ich muss ja zum Glück sagen, ich habe einen super Papa gehabt, der was gesagt haben nach dem Weinbaustudien, ich habe Studienkollegen gehabt, hat der Vater gesagt, jetzt warst du in Wien so lange Weinbau studieren, jetzt gehst du aber heim im Betrieb. Und mein Vater hat gesagt, geh fort, schau dir noch was bei anderen Betrieben an. Und haben wir gedacht, okay, passt, jetzt zeige ich, was ich gelernt habe und das mache ich jetzt neu. Und dann haben wir gleich gestritten im Keller. Habe ich gerät, bin aus dem Keller gegangen, bin wieder zurückgekommen. Dann hat er gesagt, okay, das geht nicht, einer muss es machen, soll ich es halt ich machen. Und wie die Lese fertig war, hat er sich gefreut und gesagt, super, hast du es gemacht, Bub, jetzt machst du das gleich für immer. Das war 2017, das war unser Generationsübergang. Und ich finde es auch cool, dass mich er da gleich gelassen hat, weil es hätte anders sein können. Ich kenne Betriebe, die streiten jetzt noch. Aber da muss ich wieder dazu sagen, dann haben wir gedacht, er muss von dem weiterleben, wenn er es macht. Weil das kann nicht sein, dass wir immer glauben, wir können das, was ich wie lange weitergeben mit unseren Gütern. Wir haben unseren Auftritt eh schon gehabt und jetzt ist die junge Generation wieder dran. Ich glaube, ich habe ordentlich Glück gehabt mit Papa, mit der Generation. Ist nicht immer einfach, aber es macht auch Spaß. Also wir geben uns, aber gegenseitig lachen wir dann wieder miteinander und das gehört so. Ein frühsommerlicher Tag geht im Seewinkel zu Ende. Mit einem vollen Magen, einem guten Schluck Wein und viel Sonne auf der Haut. Trinken, essen mit Leuten, die du gern hast, mit Familie, mit Freunden. Das ist eine der schönsten Sachen, was du im Leben tun kannst.